Das ist Fug. Fug erzählt gerne Geschichten. Die sind manchmal richtig. Und manchmal sind sie Unfug. Wie immer am 31. Dezember, das ist Silvester, dem letzten Tag im Jahr, ruft Fug seine Mutter an. Hallo? Hallo Mama, hier ist Fug. Junge, schön, dass du anrufst. Ja, ich wollte fragen. Die beiden plaudern über dies und das und auch über die Pläne für die Silvesterfeier. Und am Ende des Gesprächs kommt dann das. Dann wünsche ich dir einen guten Rutsch, mein Junge. Danke, Mama. Ich wünsche dir auch einen guten Rutsch. Tschüss. Danke, tschüss. Und auch wenn Fug später dann noch schnell ein paar Ballons für die Silvesterparty besorgt, wünscht ihm der Verkäufer zum Schluss guten Rutsch dann auch. Ja, guten Rutsch. Tja, und so geht es den ganzen Silvestertag weiter. Selbst beim Hausmeister im Treppenhaus. Guten Rutsch! Guten Rutsch! Überall wünscht man sich also einen guten Rutsch. Und Fug weiß auch warum. An Silvester ist es meistens ziemlich kalt. Oft gibt es sogar Glatteis. Und damit man gut rüberrutscht ins neue Jahr, ohne hinzufallen, wünscht man sich einen guten Rutsch. Und? Was meint ihr? Ist das richtig oder Unfug? Was glaubt ihr also? Guten Rutsch! Guten Rutsch! Fug hat behauptet, man wünscht sich an Silvester einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil es an diesem Tag oft Glatteis gibt. Und man den anderen deshalb wünscht, dass sie gut rutschen, ohne hinzufallen und sich weh zu tun. Na, Fug, stimmt das denn auch? Tja. Oder erzählst du wieder Unfug? Was soll ich sagen? Also, im Grunde genommen ist das Unfug! Zwar kann es am Silvesterabend auch schon mal glatt sein, aber das ist nicht der Grund, warum man sich einen guten Rutsch wünscht. Sondern das hat etwas mit Sprache zu tun. Im Wörterbuch von Fugs Uropa steht alles drin. Der Ausdruck guter Rutsch ist schon ganz alt. Über 100 Jahre! Damals bedeutete Rutschen nicht nur Rutschen, sondern auch Reisen. Und statt Reise sagte man auch Rutsch. Wenn also jemand verreiste, wünschte man ihm guten Rutsch, mein Junge! Und an Silvester wünschte man sich mit dem guten Rutsch eine gute Reise ins neue Jahr. Einen guten Rutsch! Einen guten Rutsch! Also, Rutschen stand einfach auch für Reisen. Und das ist bis heute so geblieben. Das neue Jahr soll gut anfangen. Genau. Also, euch allen einen guten Rutsch. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.